Allseits ein gutes so. Neues. Ne? So, bei Ihnen mache ich das auch alles. Einen schönen guten Morgen, ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen. In der Union, der sagt, ohne mich bin ich tot. Ist das gute Recht der SPD, den Schwerpunkt ihres Wahlkampfes auf ein rein bundespolitisches Thema zu legen? Wir haben heute gesagt, für uns ist in der ersten Phase des Wahlkampfs die innere Sicherheit von Bedeutung. Das ist eine Frage, die sehr viel mit der hessischen Landespolitik bis hin zu der Tatsache, dass wir die Wohnungseinbrüche in den letzten 9 Jahren halbiert haben, zu tun hat. Und deshalb glaube ich, jeder muss seinen Schwerpunkt setzen. Gegner werfen Ihnen brutalstmöglichen Populismus vor mit dem Thema kriminelle jugendliche Ausländer. Ich erlebe in diesen Tagen, dass viele Menschen mir sagen, es ist wichtig, dass auch das, was die schweigende Mehrheit in Deutschland denkt, gesagt wird. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Hälfte aller Straftaten, die körperliche Gewalt gegen andere beinhalten, von Menschen unter 21 Jahren begangen werden in Deutschland und dass die Hälfte der Täter mit einem Migrationshintergrund sind. Und Politik, die das verschweigt, redet am Erleben von Millionen von Menschen in unserem Land, in ihren Familien, ob sie junge Menschen oder ältere Menschen sind, vorbei. Das darf man nicht tun, gerade auch in Wahlkämpfen nicht tun. Man muss über die Themen sprechen, die Menschen berühren, und über die Antworten streiten. Und deshalb lade ich die Sozialdemokraten ein, mit mir über die Antworten zu streiten und nicht über die Frage, ob man das Thema erwähnen darf oder nicht. Dann sind sie auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und es wäre gut, wenn die SPD ihre Blockade im Jugendstrafrecht aufgibt, möglichst schnell. Hessische jugendliche Strafgefangene werden auch zu 80% rückfällig, wie auch im deutschen Schnitt. Hat Hessen dadurch doch da auch Fehler gemacht? Ja, ich glaube, man muss zunächst einmal sehen, wir sind das einzige Bundesland, dem es in den letzten Jahren gelungen ist, die Zahl der Täter, die etwa an Gewalt gegen Menschen beteiligt sind, drastisch zu reduzieren. Das waren vor einigen Jahren, wie in anderen Bundesländern auch, 50%. Das sind jetzt nur noch 30%. Hessen ist im Jahre 2006 das einzige Bundesland gewesen, das keinen Anstieg der Straftaten mit körperlicher Gewalt beinhaltet hat. In vielen anderen Ländern ist sie angestiegen. Diese beiden Zahlen haben was miteinander zu tun. Das heißt, wir sind durchaus auf einem Weg, der Erfolg hat, aber er ist noch lange nicht zu Ende. Er leidet unter Fehlern etwa in der Integrationspolitik der frühen 90er Jahre, der nicht angemessenen Ausbildung von Menschen ausländischer Herkunft. Und er ist nach wie vor gehindert dadurch, dass wir in der Bundesgesetzgebung nicht all das haben, was wir brauchen, um unsere Arbeit zu machen. Der politische Gegner sagt, der Roland Koch wählt das Thema, weil er steht eigentlich vor der Wand. Ich glaube, dass die hessische Landespolitik in den letzten Jahren eine sehr erfolgreiche war. Sie ist sehr spezifisch auf Hessen zugeschnitten. Wir haben alle Wahlergebnisse bisher wie immer gut gestaltet, über all die Wahlen hinaus. Ich gehe mit großem Optimismus in die nächsten Tage und Wochen hinein. Aber auch deshalb, weil ich von Arbeitsplätzen, Flughafenausbau, Verkehrsinfrastruktur, Bildungspolitik, Hochschule bis zur inneren Sicherheit und zur Migrationspolitik die Themen anspreche, die die Menschen interessiert. Das erwarten Sie von einem Ministerpräsidenten und das erwarten Sie auch von der CDU. Was geht Ihnen vor, wenn Sie so Bilder sehen wie aus München und dann erleben, dass es im Endeffekt ja juristisch vielleicht gar nicht viel machbar ist oder Abschiebungen nicht drin sind? Ist das was, wir sagen, da läuft das falsch? Zunächst einmal glaube ich, dass wir durchaus in unserem Bundesland in den letzten Jahren beweisen, dass etwas machbar ist, aber es ist immer noch nicht genug. Und neben dem Leid und auch der Empörung, die man sieht, wenn man solche Videobilder sieht, geht mir als einem, der in der Politik Verantwortung trägt, natürlich im Kopf herum, dass wir am Ende erreichen müssen, dass dieser ältere Herr am Ende sich selbst fragend, war das richtig, mit einem Ja antwortet, sagt, ja, ich habe zu Recht den Jugendlichen dort gesagt, dass das nicht erlaubt ist. Ich bin ein Vorbild für andere. Und wenn er das sagen soll angesichts der Lebensgefahr, in die er gekommen ist, muss er erwarten, dass der Staat nach einem solchen Vorfall nicht zur Tagesordnung übergeht. Und was ich den Sozialdemokraten im Augenblick vorwerfe und der Bundesjustizministerin im Besonderen ist, dass sie mit dem Aussagesatz, es ist alles in Ordnung, den Eindruck erweckt, dass man doch vielleicht klüger ist, wenn man wegsieht, weil Hinschauen zu gefährlich ist. Und das wäre eine Katastrophe für den Staat,
weil dann werden die Gewalttätigen siegen und nicht die Friedfertigen. Sie sagen, der Herr Beck soll in den Verhandlungstisch. Vor der Wahl bestehen ja wohl noch kaum Aussichten dafür, oder? Also ich glaube, dass Herr Beck sich sehr schnell an den Verhandlungstisch begeben sollte. An sich kann er das morgen früh tun. Es gibt doch überhaupt keinen Grund, jetzt Menschen den Eindruck zu erwecken, als gäbe es auf der Tatsache, dass die Bundesratsinitiativen da sind, Anhörungen dazu da waren, keine Erörterungsmöglichkeiten. Er müsste vor Zypris zurückpfeifen, sagen, jetzt machen wir langsam. Die Bundeskanzlerin hat ausdrücklich erklärt, sie sieht Anlass zu Gesprächen. Sie ist der Meinung, dort ist Veränderungsbedarf im Jugendstrafrecht, das ist richtig. Ja, dann ist jetzt der Beck gefordert als der starke Mann der SPD, um sicherzustellen, dass Frau Zypris und die anderen zum Verhandlungstisch kommen. Und das kann morgen früh sein.